Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Channel of the Week. Ich bin wieder euer Avenger und ja, ich habe ein paar Sachen mit euch zu besprechen. Ich fasse mich kurz. Verzeihung. beim letzten Channel of the Week wurde wieder gefragt, bin ich als nächstes dran und was muss man machen? Ich finde es nicht schlimm, solche Fragen zu kriegen, nur ich habe das im ersten Channel of the Week schon mal gesagt. Dieses Format, und ich habe es eben auch geschrieben übrigens, dieses Format ist nicht dazu da, um andere zu pushen, sondern einfach andere Kanäle mehr Aufmerksamkeit zu schenken, die es wirklich verdient haben. Also es müssen, was heißt verdient? Verdient hört sich wieder so blöd an. Einfach die herausstechen, die herausragend sind, die neue Formate haben, die man so noch nicht kennt oder die spezielle Qualität haben. Zum Beispiel wie Tombrani. Die Tombrani, die hat so eine krasse Qualität von Anfang an, die war seit einem Monat, zwei dabei und oder ist jetzt im zweiten, ich glaube, die ist im zweiten und hat jetzt schon sagenhafte 750 Abonnenten. Das ist Wahnsinn. Also für mich persönlich ist es der absolute Oberhammer und ich fühle mich auch bestätigt dadurch, dass ich sie damals zum Channel of the Week gemacht habe, weil es einfach so ist. Es hat sich bestätigt, sie hat jede Menge Abos, absolut verdient. Und wie schon gesagt, das sind einfach so Sachen, wo ich mir dann denke, geil. Oder das Minecraft-Story, wo es da um den Professor geht und der eine Zeitmaschine gebaut hat und so weiter. Auch mega sensationell. Habe ich so noch nicht gesehen. In der Form gibt es bestimmt irgendwo. Ich meine, das ist ja jetzt bestimmt nichts Neues. Aber es ist mir halt speziell aufgefallen, weil es halt so spontan ist und so weiter. Also das sind auf jeden Fall so Kanäle, die mich wirklich interessieren und deswegen sage ich auch immer, wenn ihr solche Videos bringt, wenn ihr richtig geile Videos raushaut, mit geiler Qualität und auch mal neue Formate, traut euch mal vor die Kamera. Ich meine, ich mache das ja auch. Ne, ich bin jetzt auch nicht der hübscheste Kerl hier auf der Welt. Ne, ich wurde ja auch schon als Vetter als Vierempfänger beschimpft. Also wie schon gesagt, bin ich übrigens nicht. Alle, die mich kennen, ich bin Koch vom Beruf. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, das sind so Sachen, traut euch was, macht geile Videos, dafür ist dieses Format übrigens auch da, um euch ein bisschen anzuspornen, geile Videos zu machen. So, bevor ich jetzt hier aber wieder ewig rumlabere und das vom Intro schon 4 Minuten geht, nee, 2 Minuten haben wir jetzt, würde ich sagen, um wen es sich genau handelt, seht ihr gleich. Und bevor der Hate losgeht, oder bevor jetzt irgendeiner sagt, das machst du nur, weil du den schon ewig kennst, nein, ich war mit meinem Cousin vor 2 Tagen da. Und er hat mich dann halt, nachdem ich mit dem Schneiden fertig war mit The Walking Dead, hat mich so gefragt, boah, Alter, können wir nicht mal bei dem Channel mal wieder vorbeischauen? Der macht so geile Videos, können wir uns das eine Video nochmal anschauen? Ich finde es so sensationell. So, dann haben wir das Dead by Daylight Video angeschaut und wir waren wirklich, wir wollten dann noch eins sehen und noch eins und noch eins und noch eins und haben uns dann sowas von voran. 2 Stunden waren wir übrigens so unterwegs, 2 ganze Stunden und deswegen habe ich diesen Channel ausgesucht. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Intro ab und bis gleich. Was geht, meine lieben Freunde? Hi und willkommen zurück zu einer neuen Runde Overwatch. Ja. Und eine Neuerung, ich habe den Popschutz weggemacht. Tja, wie ihr jetzt schon im Intro gesehen habt, es ist der Tauli geworden. Warum? Ich starte am besten bei Overwatch, weil ich habe viele Abonnenten, die auf Overwatch stehen. Und der Tauli ist einer derjenigen, der mit Ich mag Milch praktisch, dafür sorgt, dass wir nicht planlos in die Schlacht gehen, sondern auch mit Strategie und Verstand, sag ich jetzt mal. Also sie versuchen es zumindest, wir sind natürlich trotzdem ein übelster Haufen. Also wie schon gesagt, ich mag Milch und der Tauli, die wissen halt echt Bescheid. Und gerade der Tauli eigentlich, der hat immer so viel Wissen über die Spiele eigentlich, da kann ich mich so gar nicht... Da würde ich mich nie mit beschäftigen. Ich zocke immer die Spiele und find's geil. Und er hat immer dieses Hintergrundwissen. Genauso wie die Ich mag mich, da weiß immer alles. Alles über die Games. Die ganzen Erweiterungen, die Perks, die Fähigkeiten, die wissen immer alles. Und ich teste einfach aus und lach mich aus dem Bauch heraus. Weißt du so?
ich mache das einfach so. Und wie schon gesagt, der Tauli, der bringt immer so viel Witz da rein. Der bringt uns zum Lachen, der macht die Strategien und so weiter und so fort. Also mit Overwatch und Tauli. Einfach sowas gar nicht wegzudenken. Also wie schon gesagt, definitiv absolut verdient. Schaden zu machen, mit dem Trommelfeuer, also genug Schaden zu machen, um die Leute sofort, im Endeffekt eigentlich, wenn es kein Tank ist, haut dann komplett weg. Das ist wirklich so. Tot. Jo, ne? So, weg mit dem, dann habe ich wenigstens eingekillt. Mit Skill. Ich brauche einen Heiler. Ich brauche unbedingt. Gut, jetzt habe ich auch keinen Heiler mehr gebraucht. Kein Heiler mehr. Vollkommen unnötig. Haben wir überhaupt einen Heiler im Team? Nein, warum sollten wir auch? Hauptsache, wir haben zwei Soldiers, 76. Was geht, meine lieben Freunde? Hi und willkommen zu einem neuen kleinen Projekt. Und zwar Stardew Valley. Wir sind beim nächsten Spiel. Da kommen wir jetzt mal ein bisschen genau runter, lassen die Gemüter mal ein bisschen abkühlen. Folgendermaßen. Das ist Stardew Valley. Erzähl ich gleich. Was mich jetzt an diesem Spiel so richtig geil gefesselt hat, einerseits, wie er es erzählt, wie er es aufmacht. Und der hat es immer so spannend gemacht. Der hat dann gesagt, oh, morgen gehen wir dahin und dorthin, jetzt gehen wir erstmal pennen und so. Ganz locker, ganz easy. Der hat einfach so richtig erklärt und hat vor allem auch ziemlich viel Wissen und Input, was da drin ist. Weil er hat in einem Part, ich habe den leider nicht mehr gefunden, dafür hatte ich echt zu wenig Zeit. Da hat er richtig erzählt, was es mit diesem Spiel auf sich hat. Dass dieser Typ, der das entwickelt hat, Jahre daran gesessen hat und das alles komplett alleine aufgezogen, alleine vermarktet und so weiter und so fort. Ich hoffe, ich rede jetzt keinen Müll. Also wenn du das jetzt siehst, bitte sei gnädig mit dem Kommentar. Auf jeden Fall sowas Ähnliches hat er auf jeden Fall erzählt. Der hat da, wie schon gesagt, richtig Input reingesteckt. Und was ich richtig geil finde und auch sensationell am Tauli speziell ist, er hat das Spiel, das ist ein englisches Spiel, er hat wirklich jeden Text, den er gelesen hat, alles ins Deutsche übersetzt. Und das finde ich sensationell. Er hat das nicht, ich weiß nicht, ob es da eine Option Deutsch gibt, aber anscheinend nicht, sonst hätte er sich die Mühe gar nicht gemacht. Aber auf jeden Fall, während dem Erzählen und auch noch in einer Geschwindigkeit, hat er das so geil ins Deutsche übersetzt und so cool rübergebracht. Und das ist einfach sensationell. Das finde ich geil. Das ist das, was ihn auszeichnet, dass er einfach solche Sachen macht. Krusty might be a little more. gebrechlich würde vielleicht etwas mehr passen. How rude! Hör nicht auf sie, McFarmer Boy. Sie will nur irgendwie. Sie will nur, dass du etwas enttäuscht bist, dass du eins von ihren wunderschönen House-Upgrades kaufst. Okay, scheinbar können wir auch House-Upgrades bei ihr holen. Oh, das habe ich fast vergessen. Wenn du irgendwas zum Verkaufen hast, schmeiß es einfach in die Box. Ich komme nachts vorbei. Ich komme nachts vorbei. Und das klingt so falsch. Der alte Mann kommt nachts bei uns einfach. Ohne uns zu sagen, wann er vorbeikommt, sondern er kommt einfach mal nachts bei uns vorbei. Guckt durch unsere Fenster. Und nimmt sich, was er haben will. Das klingt so falsch. Ja, ich falle ganz zu Brain ab. Oh, okay. Ach, du bist so eine Note, ne? Entschuldigung, ich hatte da was übrig. Gegen was ist das immun? Was war das? Ich hasse dich. Wenn das dunkel zum Mond liegt. So ein bisschen aufregend, meine Damen und Herren. Für die, die ein schwarzes Herz haben, bitte jetzt wegschauen. Nee, der Tauli ist auch bekannt dafür, dass er ein Mega-Killer ist. Also bei Dead by Daylight. Ich meine, der Endbox Laktose, also ich mag Milch, der ist auch ein sensationeller Killer und ein sensationeller Dead by Daylight Spieler. Aber der Tauli, der hat uns in der Runde sowas von zerpflückt, so richtig krass, hat er uns auf die Schnauze gehauen und deswegen habe ich dieses Video auch so ausgewählt. Der hat uns mit der Nurse sowas von gejagt und zerfetzt eigentlich in Rekordzeit, dass wir kaum Chance hatten, irgendwas zu machen, irgendwas zu reißen in diesem Spiel. Ziemlich verarscht. Hatte auch noch so viel Spaß rumgelaufen. Ich war am Verrecken am Boden und habe mich trotzdem verreckt gelacht über seine Kommentare. Also das war einfach nur geil. Das war mit einer der geilsten Nächte, die ich hatte. Also wenn der natürlich, wenn es darum geht. Also auf jeden Fall, Tauli. Ich danke dafür, dass es sich gibt, weil sonst hätten wir niemals so viel Spaß und auf jeden Fall kann sich oft genug sagen, absolut verdienter Channel of the Week. Ist das unangenehm? Ach, nix. Also ich weiß auch nicht.
Häng da ein bisschen rum, das ist okay. Ich hab doch gerade hier gesehen. Nutze. Nutze! Ah, fuck it. Du Ratte. Du Ratte, Alter. Das ist ja wirklich sehr enttäuschend. Ja, ich weiß. Ich bin fick. Es war halt nicht so smart, dass du dich in den Schrank legst. Ja, ich dachte so, ja. Ja, ganz genau. Ey, was hast du gerade für einen Move gemacht, Alter? Papa, hilf mir. Hilf mir. Wo ist der Pisser jetzt hin? Kann dir nicht helfen. Hallo, ich seh dich. Hallo. Ja, komm mal hier. Mich, ja, komm mal her. Warum kann ich denn nicht mehr abhauen? Hallo. Warum kann Ach, ich scheiße. Nicht mehr abhauen? War gerade ein Baum. Ah, ich muss weg. Von mies, was du hier machst. Alt. Hallo. Papa, lass uns. Oh. Ja, da ist nicht mehr viel zu machen, Bro. Das ist rum, glaube ich. Egal, ich kriege jetzt um mein Leben, ey. Oh, der Haken ist kaputt. Oh, sowas. Na gut, dann lege ich dich wieder dahin. Mach's gut. Recovery jetzt voll, ne? Aber irgendwie. Ja, macht ja nichts. Ich will jetzt jemand anfassen, aber der müsste dann zumindest noch stehen. Soll ich dich anfassen? Kann ich ja mal anfassen. Komm mal mit. Nein! Papa! Nein, Papa! Tauli, hab Gnade, bitte! Da. Jetzt kannst du von mir versuchen, da runter zu gehen. Bleib mal da, okay? Bleib einfach mal da. Eingemacht. Ja, oh. War oh nein! Ich dachte, wir wollten Freunde sein. Hätte ich auch gedacht. Ach Mann. Ach doof. Ja, das war nicht, ja. Auch ist mir egal, ich muss weg. Sind, sorry. Hull! Warum? Vor allem direkt so in die Wand rein, so ich muss weg. Warte, ich habe was vergessen. Guck mir unter den Rock, wenn du kannst. Und ich muss weg. Kannst du mich nicht einfach töten? Komm schon. Nein, den Na, Perk habe ich nicht. Ja, das Offering. Ach so, ich Oh nein, jetzt ist er tot. Ich bin verbunden. Ach nein. Ach nein. Ach, meine ganzen Freunde sind weg. Ich bin wieder alleine. Die Anstalt ist so kalt. Oh, ich weiß, das war ein langes Channel of the Week. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ihr nicht dabei wart diesmal. Aber ich habe euch ja am Anfang erklärt, was für Kriterien es sind und dass auch ihr mein Channel of the Week werden könnt nächste Woche zum Beispiel. Wir haben mal so eine kleine Anregung für euch. Auf jeden Fall, es soll euch anspornen, bessere Videos zu machen und so. Und ja, eigentlich habe ich ja schon alles dazu zu dem Thema gesagt. Wie schon gesagt, wenn ihr Tauli geil findet, also ich tue es auf jeden Fall, dann schaut bitte mal bei ihm vorbei. Es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Er hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient. Die Qualität spricht für ihn, sage ich jetzt mal. Und wie schon gesagt, wem es gefällt, lasst am besten einfach ein Abo da. Er wird es euch dreifach vergelten, würde ich mal sagen. Und ja, wir sind eigentlich schon am Ende meiner kleinen Tour durch die Tauli-Welt. wenn ihr mich richtig cool fandet, dann natürlich wieder diesen Button. Wenn ihr mich richtig krass fandet, diesmal vergesse ich auch nicht, sein zu blenden, so wie beim ersten Teil. Auf jeden Fall, wie schon gesagt, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens... Allerspätestens am Sonntag, weil Let's Plays, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch sehen bekomme. Ein oder sogar zwei Teile habe ich noch für euch, weil ich habe die letzte Entscheidung, die wir jetzt treffen müssen, habt ihr ja gestern gesehen. Die habe ich zweimal durchlaufen. Die eine ist sehr, sehr emotional für mich gelaufen. Sehr, 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 sehr emotional. Also ich musste mir echt das Heulen verkneifen, wie schon gesagt. Und die andere, ja, wie schon gesagt, schreibt es am besten mal in die Comments, aber nicht bei diesem Video, sondern beim anderen. Hier geht es um den Tauli speziell. Und wie schon gesagt, auf jeden Fall spätestens am Sonntag beim Vendor Talk. Ich habe geile Themen vorbereitet. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und ich bedanke mich recht herzlich für eure Treue übrigens. Erstmal an dieser Stelle. Ich habe in den letzten zwei Wochen 60 Abos gemacht. Also richtig geil von euch an dieser Stelle. Richtig, richtig nice. Freut mich tierisch. Vielleicht schaffen wir ja irgendwann mal das 200 Abonnenten-Special. Wäre mega cool. Dann gibt es auf jeden Fall mal wieder eine Verlosung. Also sprich ein T-Shirt und eine Karte zu gewinnen. Aber da sind wir noch lange nicht. Ich hoffe irgendwann vielleicht mal. Ja, und wir sind am Ende. Ich bedanke mich hier recht herzlich fürs Zuschauen. Ich würde mal sagen, macht's nicht gut, macht's besser und wir sehen uns spätestens am Sonntag. Haut rein. Bis dahin. Servus. Alter Schwede.